Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, als mich mein hochverehrter Kollege und lieber Freund Dr. Franz Kirchweger vor geraumer Zeit gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, im Rahmen der Reihe Alte Meister im Gespräch im Kunsthistorischen Museum Wien einen Vortrag über den sogenannten Mainzer Goldschmuck zu halten, der vielen von Ihnen gewiss noch unter seiner früheren Bezeichnung Gisela-Schmuck ein Begriff sein dürfte, habe ich spontan und mit großer Freude zugesagt. Denn tatsächlich gibt es zu diesem ohne Zweifel bedeutendsten erhaltenen Konvolut an profanem Goldschmuck aus dem hohen Mittelalter wesentliche Neuigkeiten zu berichten. Gerade gestern, wir haben es gehört, ging am Hessischen Landesmuseum Darmstadt eine vom Berliner Kunstgewerbemuseum, der Heimstatt des größten Teils des sogenannten Mainzer Goldschmucks, und dem Landesmuseum Mainz gemeinsam mit dem gastgebenden Darmstädter Museum veranstaltete Sonderausstellung dieses hochmittelalterlichen Schmucks zu Ende, die den bewusst doppeldeutigen Untertitel »Ein Kunstkrimi aus der deutschen Kaiserzeit« trug. Die Ausstellung und vor allem der mit 336 Seiten recht opulente und reich illustrierte Katalog stellt die jüngsten Resultate umfassender interdisziplinärer Forschungen zu dieser Werkgruppe erstmals einem breiteren Publikum vor. Es ist ganz wesentlich das Verdienst des erst jüngst, noch während der Laufzeit der Ausstellung, verstorbenen Direktors des Hessischen Landesmuseums Darmstadt, meines Kollegen und Freundes Theo Jülich, dass die Ausstellung und der Katalog zum Mainzer Goldschmuck überhaupt zustande kommen konnten. Ich möchte Sie an dieser Stelle um einen kurzen Moment des Gedenkens an den viel zu früh verstorbenen Theo Jülich bitten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich werde versuchen, Ihnen heute Abend einen kurzen Abriss der wichtigsten neuen Erkenntnisse unserer jüngsten Forschungen zum Mainzer Goldschmuck zu vermitteln. Dabei will ich hier in Wien, dem Aufbewahrungsort der Reichskrone, vor allem der für die kunsthistorische und historische, aber auch für die museale und damit für die kulturpolitische Interpretation der Werkgruppe so zentralen Frage nach dem vermeintlichen Insigniencharakter einiger Teile dieser Werkgruppe nachgehen. Zunächst aber will ich Ihnen einen kurzen Überblick bildlich vor Augen führen, worum es eigentlich geht. Zum Mainzer Goldschmuck werden seit der 1913 erschienenen grundlegenden Publikation Otto von Falkes, dem damaligen Direktor des Berliner Kunstgewerbemuseums, folgende Werke gezählt. 6 nicht figürlich ornamentierte Fibeln, darunter die größte und schönste Buckelfibel mit Trommelkranz und Zellenschmelz, die wir überhaupt kennen, ein paar Kegelfibeln mit Trommelkranz, 2 einzelne Kegelfibeln mit Trommelkranz sowie eine kleine Buckelfibel mit heute verlorenem Perlkranz und Zellenschmelz. Sodann 2 Fibeln mit Vogeldarstellungen, die traditionell als Adlerfibeln angesprochen werden. Tatsächlich handelt es sich dabei jedoch offenbar um stilisierte Darstellungen von Pfauen, wie man vor allem an den 3 edelsteinbesetzten Federkrönchen sowie an den ornamentalen Pfauenrädern erkennen kann, die die Rahmen beider Fibeln schmücken. Ehe Sie sich beim Lesen der Bildunterschriften meiner Präsentation oder der Lektüre des Kataloges womöglich wundern, kollegiale Rücksichtnahme auf die abweichende Meinung eines Beteiligten hat dazu geführt, dass wir für diese Vogelfibeln den bereits eingeführten, aber nichtsdestotrotz etwas chimärenhaften Terminus der Adlerpfauenfibel verwenden. Weiterhin rechnen 2 Paare lunula-förmiger Ohrringe zum Mainzer Goldschmuck. Von einem der Exemplare ist nach den Brandschäden, die am Ende des Zweiten Weltkrieges am Auslagerungsort des Schmucks im Flakleitturm im Berliner Friedrichshain eingetreten sind, leider nur mehr das Fragment eines halbmondförmigen Einsatzes mit Zellenschmelz erhalten. Einen einzelnen Ohrring, der angeblich zusammen mit einer zwischen 1028 und 1034 geprägten byzantinischen Goldmünze 1904 am Mainzer Stadionerhof zutage trat, zählte Otto von Falke ebenfalls zu dem vermeintlichen Hortfund von 1880 in der Mainzer Stadthausgasse, aus dem die Schmuckstücke angeblich alle stammen sollen.
Außer den bislang erwähnten Werken gehören noch zwei Ziernadeln sowie 9 Fingerringe zum Mainzer Goldschmuck. Von letzteren sind 4 seit 1945 verschollen. 2 auffallend gut erhaltene Sternfibeln, die sich heute im Besitz des Hessischen Landesmuseums Darmstadt befinden, sind angeblich 1896 unmittelbar am Mainzer Dom gefunden worden. Sie rechnete Otto von Falke allerdings nicht zum eigentlichen Bestand des Goldschmucks. Dagegen bilden nach bisheriger Vorstellung 2 ebenso eigentümliche wie einzigartige Kettengehänge den bedeutungsvollen eigentlichen Nukleus des gesamten Schatzkomplexes. Ein Brustbehang und ein Halsschmuck, von denen Otto von Falke 1913 annahm, dass sie, und da zitiere ich ihn, zusammen eine vereinfachte, den deutschen Verhältnissen angemessene Nachbildung des griechischen Kaiserlorums bilden. Zunächst waren es aber weder insignienkundliche noch kunstgeschichtliche Fragestellungen, auch keine neuen goldschmiedetechnischen oder materialanalytischen Untersuchungen, die am Anfang unserer langjährigen Forschungen zum Mainzer Goldschmuck standen, sondern Fragen zur Fundgeschichte und Provenienz des vermeintlichen Mainzer Hortfunds von 1880. Otto von Falke hatte 1913 nicht nur den Fund von 1904 ohne Bedenken dem von 1880 zugeschlagen, er hatte auch ganz gezielt abweichende Berichte über das Auftauchen der Goldschmiedewerke als unglaubwürdig abgetan. Nach seiner Darstellung ist, wieder Zitat Falke, der unvergleichliche Schatz goldener Schmuckstücke im Jahre 1880 in Mainz bei Kanalbauarbeiten gefunden, an der Ecke der Schuster- und Stadthausstraße in einer verschütteten Nische alter Kellerräume. Man muss aus der guten Erhaltung schließen, dass der Schatz sorgfältig verborgen und in einem Behältnis verwahrt war. Dieses Postulat eines geschlossenen Hortfundes ist durch die gründlichen Recherchen zur Fund- und Provenienzgeschichte von Antje Krug 1999 eindeutig widerlegt worden. Da diese neuen Erkenntnisse über die Umstände des Auftauchens der verschiedenen Bestandteile des Mainzer Goldschmucks den eigentlichen Anlass zu unseren weiteren Untersuchungen gaben und, wie wir sehen werden, zugleich den wichtigsten Schlüssel zur Interpretation unserer neuen Befunde bilden, sollen sie hier, ungeachtet ihrer womöglich zunächst verwirrend erscheinenden Komplexität, skizziert werden. Tatsächlich tauchte am 21. Mai 1880 nachweislich zunächst nur ein einziges Teil des später sogenannten Mainzer Goldschmucks auf, und zwar die wunderbare Adler oder, wie wir meinen, Pfauenfibel im Landesmuseum Mainz. Im Ankaufsbuch des Museums wurde zur Herkunft nur vermerkt, Maria Born auf freiem Felde beim Kartoffelhacken. Am 2. Juni 1880 las man im Mainzer Tageblatt, es stellt sich jetzt heraus, dass dieses schöne Stück bei Ingelheim gefunden wurde. Kurz darauf wurde erneut korrigiert. Die Darmstädter Zeitung meldete am 15. Juni, dass die Brosche nicht, wie zuerst angegeben, in der Gemarkung von Marienborn gegenüber Oberulm hin, auch nicht bei Ingelheim, sondern beim Kanalbau in der Stadt selbst, bei der Einmündung der Stadthausgasse in die Schustergasse, in dem ausgebrochenen Materialalter unter der Straße liegender Kellerräume gefunden wurde. Sollte der wahre Fundort zunächst wegen des bestehenden Ausgrabungs- und Denkmalschutzgesetzes vertuscht werden und entspricht die auf amtliche Erhebungen zurückgehende Angabe des Fundortes an der Ecke Stadthausstraße, Schustergasse wirklich den Tatsachen? Wir wissen es nicht, wollen aber bis auf Weiteres gerne daran glauben. Erst 6 Jahre später nahm die Geschichte ihren Fortgang. Karl August von Kohausen, seit 1872 Kustos am Altertumsmuseum Wiesbaden, vermerkte am 3. Juni 1886 in seinem antiquarischen Notizbuch, der Polizeirat Höhn lässt mir eine Anzahl Goldsachen zeigen, die ein Trödler für 20 Mark gekauft hat, von Unbekannten, wahrscheinlich Diebe. Von Kohausen nennt 4 oder 5 Filigranfibulae und skizziert 2 der Fibeln und 3 der Ringe. Am 23. September ergänzt er seine Notiz in Betreff des Goldschmucks,
Der Hergang sei der gewesen, dass an einem Sonntag 5 Bauern den Fund noch schmutzig von Ackererde gebracht und von der Wiesbadener Trödlerin Rebecca Rosenau 20 Mark dafür verlangt hatten. Ein weiteres halbes Jahr später, am 16. März 1887, berichtet von Kohausen über den Fortgang der Ereignisse. Die erwähnten Goldsachen sind der Frau Rosenau am 9. März wiedergegeben worden. Der Junge hat sie mir heute früh gebracht. In Gegenwart von Herrn Dompräbendat Friedrich Schneider habe ich sie fotografieren lassen. Dieses Foto ist erhalten, Sie sehen es hinter mir, und zu einem der wichtigsten Beweismittel in unserem Kunstkrimi geworden. Es zeigt 5 Fibeln, 6 Fingerringe und einige lose Kettenstücke. Die große Buckelfibel sowie der aufwendige Brust- und der Halsschmuck wurden am 16. März 1887 dagegen nicht mit fotografiert. Innerhalb kürzester Zeit steigerte sich der Preis für den Fund, für den Rebecca Rosenau ganze 20 Mark gezahlt hatte und zu 5 Mark Strafe wegen unterlassener Fundanzeige verurteilt wurde, rasant. Der Frankfurter Antiquar Goldschmidt erwarb ihn für 2700 Mark und fand rasch, offenbar unter Vermittlung des Mainzer Prälaten Friedrich Schneider, in Maximilian Freiherr von Heil zu Herrnsheim, einen ebenso interessierten wie solventen Käufer, dem er am 3. Juni 1887 10.000 Mark für den sogenannten Wiesbadener Fund in Rechnung stellen konnte. Im September des gleichen Jahres tauchten bei dem Wiesbadener Antiquar August Gerhard plötzlich weitere Teile des Goldschmucks auf, deren Herkunft freilich im Dunkeln bleibt. Prälat Friedrich Schneider wusste jedoch sofort, wer sich dafür interessieren könnte. Am 13. September 1887 kabelte er aufgeregt an Maximilian von Heil, ich zitiere, das letzte Drittel jetzt auswärts käuflich, Forderung 20 Mille, Mittwoch mir zugänglich, ein Konkurrent, was tun? Am Tag darauf machte Schneider von Heil brieflich eine ausführlichere Mitteilung über den Fund. Er ist's, wenn auch immer noch ohne das letzte Stück die Krone. Ich habe also gesehen, ein 5-reihiges Gehänge von Ketten und Gemmen und Kameen, zum Teil hochinteressant, durchweg antik. Dazwischen hängt ein Zierstück in Halbmondform mit Perlen, Steinen und Filigran. Ähnlicher Art sind 2 Stücke, die frei dabei liegen und sehr schönes Gold im Mai haben. Dann ist der Kopf einer Goldfiligrannadel dabei. Die Arbeit stimmt mit den ersten Ohrringen überein, steht aber hinter den Wiesbadener Broschen, auch der großen, zurück. Steine und Email, wie bemerkt, gleich dem Besten von früher. Friedrich Schneider setzt hier die Kenntnis der nicht zum sogenannten Wiesbadener Fund von 1886 zugehörigen großen Buckelfibel und eines der Ohrringpaare voraus. Ganz euphorisiert beschreibt er den vielgliedrigen Brustschmuck. Der herrscherliche Charakter des Ganzen steht für ihn offenbar außer Frage, denn es fehlt schließlich nur noch das letzte Stück, die Krone. Diese taucht auch nicht auf. Dafür aber 10 Tage später der bis dahin überhaupt noch nicht erwähnte Halsschmuck. Am 24. September 1887 informierte Schneider Maximilian von Heil darüber. In Wiesbaden soll ein weiterer Teil des Schmucks eingegangen sein. Was war im Sommer 1887 geschehen? Übliches Kunsthandelsgeschacher oder die ganz gezielte Inszenierung einer bestimmten Erwartungshaltung bei einem solventen potenziellen Käufer? Wie dem auch sei, am 10. Oktober 1887 quittierte der Wiesbadener Antiquar August Gerhard dem Baron von Heil für den Schmuck 8.000 Mark erhalten zu haben. Erst ganz am Ende unserer Ermittlungen in diesem Kunstkrimi haben wir uns die Frage gestellt, ist Maximilian von Heil bei diesem zweiten Ankauf womöglich Opfer eines von langer Hand geplanten Betruges geworden? Auf die Indizien, die dafür sprechen, werde ich noch eingehen. Irgendwann, vor 1890, muss von Heil auch in den Besitz der jetzt in Berlin verwahrten kleineren Faunfibel gelangt sein, deren Gestalt sich so offenkundig an dem großen 1880 in das Mainzer Museum gelangten Exemplar orientiert und die bei unseren jüngsten goldschmiedetechnischen Untersuchungen schon bald im Verdacht stand,
eine Fälschung zu sein. Ab dem 21. März 1890 ließ Maximilian von Heil seinen Schmuck im Rahmen einer alle Epochen der Kunstgeschichte umfassenden großen Ausstellung von Schmuck- und Juwelierarbeiten im Berliner Kunstgewerbemuseum zeigen. Arthur Pabst, damals Direktor des Kölner Kunstgewerbemuseums, lobte in seinem ausführlichen Ausstellungsbericht die Qualität der mittelalterlichen Kettenspangen und Kleinodien aus dem Besitz des Barons von Heil über die Maßen, berichtete aber zugleich mit misstrauischem Nachdruck, dass über deren Provenienz Schweigen beobachtet werde. 1902 hatte Maximilian von Heil die Werke erneut entliehen, und zwar zu der für die Erforschung der deutschen Kunst des Mittelalters höchst bedeutenden kunsthistorischen Ausstellung nach Düsseldorf. In deren Katalog findet sich zur Provenienz die überraschende Angabe: Schmuck einer Fürstin des 11. Jahrhunderts gefunden in Mainz. Und dies, obwohl bis dahin für keine einzige der ausnahmslos zuerst in Wiesbaden aufgetauchten Erwerbungen Maximilian von Heils jemals eine Mainzer Herkunft erwähnt worden ist. Wieder einige Jahre später, im Sommer 1909, erschienen Pressemitteilungen, wonach der New Yorker Industrielle und Sammler John Pierpont Morgan dem Baron von Heil ein Angebot über 1 Million Mark für den Verkauf seines Goldschmucks gemacht haben soll. In Erwartung eines guten eigenen Geschäfts informierten die Inhaber der Mainzer Antiquitätenhandlung David Reiling am 5. Juli 1909 den Generaldirektor der Königlichen Museen zu Berlin, Wilhelm Bode, dass von Heil ihnen gegenüber, Zitat, diese Nachricht als vollständig aus der Luft gegriffen bezeichnet habe. Auf seine, Reilings Äußerung, dass das in Berlin neu zu gründende Deutsche Museum der einzig richtige Platz sei, wo dieser deutsche Goldschmuck hingehöre, habe Baron von Heil entgegnet, dass er sich zu einem solchen Zweck vielleicht entschließen könnte, sich von seinen Funden zu trennen. Diese Initiative Reilings erfolgte zu einem durchaus günstigen Zeitpunkt. Schon bald nach seinem Amtsantritt als Generaldirektor der Königlichen Museen 1906 hatte Wilhelm Bode die Idee, dem 1904 eröffneten Kaiser-Friedrich-Museum ein deutsches Museum im Nordflügel des geplanten neuen Pergamon-Museums zur Seite zu stellen. Bode sah in der Erwerbung des Heilschen Schmucks offenbar die Gelegenheit, ein höchst bedeutendes Ensemble hochmittelalterlicher Goldschmiedekunst als im Wortsinne glanzvolles Chef-d'œuvre für das Deutsche Museum zu gewinnen. Am 19. Januar 1910 nahm er daher in Darmstadt persönlich Kontakt mit Maximilian von Heil auf. Diese Fühlungnahme verlief erfolgversprechend und führte zur Nennung eines Verkaufspreises in Höhe von 500.000 Mark. Am 14. Juni 1910 erkundigte sich Wilhelm Bode bei Otto von Falke, dem Direktor des Berliner Kunstgewerbemuseums, nach dessen Einschätzung des Heilschen Goldschmucks. Noch am gleichen Tag teilte Falke mit, ich zitiere, dass ich den Schmuck bei Heil ganz gut kenne und den Betrag von 500.000 für ganz verrückt halte. Damit ist die Kaiserin schon mit eingerechnet, obwohl keinerlei Beweis vorliegt, dass es sich um einen kaiserlichen Schmuck handelt. Natürlich ist es eine wichtige und interessante Arbeit, aber doch mehr Kultur als kunstgeschichtlich. Denn das Konglomerat von Kettchen und Knöpfchen und Scheibchen wirkt als Ganzes doch recht bescheiden. Für Mitteleuropäer würde ich 25.000 Mark für einen normalen Preis halten. Für Amerikaner das Dreifache. Mehr aber kann ich darin nicht sehen. Aus Falkes reservierter Reaktion wird deutlich, dass Bode den Goldschmuck offenbar als Schmuck einer Kaiserin ansprechen und damit seine Erwerbung für das Deutsche Museum motivieren wollte. Bode ließ sich von Falke aber nicht irritieren und holte weitere Wertgutachten ein, mit denen er Maximilian von Heil konfrontierte. Am 2. Oktober 1911 reagierte dieser mit folgendem Angebot: Im Interesse der Sache bin ich gewillt, ein wesentliches Opfer zu bringen und Ihnen den Schmuck zu 300.000 Mark zu überlassen. Damit lag nun ein verbindliches Angebot 16-fach über dem Kaufpreis von 1886-87 auf dem Tisch und es war an Wilhelm von Bode, die Finanzierung aufzubringen.
Bode pokerte hoch. Er versuchte, mit Verweis auf den vermeintlich kaiserlichen Rang des Goldschmucks, Kaiser Wilhelm II. Persönlich für die Erwerbung zu interessieren. Clemens Delbrück als Staatssekretär Mitglied der Reichsregierung sollte beim Kaiser vorfühlen. Das Unternehmen gelang. Seine Majestät befahl am 8. Juni 1912, Zitat, zu überlegen, ob und wie der Krönungsschmuck von der Gemahlin des Kaisers Barbarossa, der Kaiserin Beatrix, von Herrn Heil in Darmstadt erworben werden kann. Entgegen allen bisherigen kunsthistorischen Einschätzungen hatte Bode den Schmuck zuvor offenbar kühn zum Krönungsschmuck der 1167 zur Kaiserin gekrönten Beatrix von Burgund, der Gemahlin von Kaiser Friedrich I. Barbarossa, erklärt. Der Coup war durchaus geschickt, sah sich doch das wilhelminische Kaisertum in besonderer Weise in der Nachfolge dieses berühmten staufischen Kaisers, erinnert sei hier nur an die Widmung des 1896 eingeweihten Kyffhäuser-Denkmals an Kaiser Wilhelm I. Mit der Deutung als Krönungsschmuck der Kaiserin Beatrix postulierte Bode zugleich eine neue Insignie der Reichsherrschaft, die gleichsam als Pendant zur Reichskrone in der Wiener Schatzkammer im Berliner Deutschen Museum präsentiert werden sollte. Nach der positiven Reaktion des Kaisers war Eile geboten. Schon wenige Tage darauf, am 15. Juni 1912, wurde der Heilsche Schmuck nach Potsdam gebracht und Ludwig Delbrück berichtete an Wilhelm Bode, dass ich soeben von den Majestäten aus dem neuen Palais komme. Der Kaiser und die Kaiserin haben den Kaiserinnenschmuck mit größtem Interesse und Sachverständnis besichtigt und waren entzückt. Am folgenden Tag kabelt der Kaiser an Bode, habe zum Ankauf des Mainzer Schmucks 115.000 Mark gesammelt, ersuche Sie, etwa 80.000 bis 90.000 Mark Ihrerseits zu beschaffen, werde dann den Rest meinerseits decken, habe Schmuck gestern persönlich in Augenschein genommen, Preis muss bis 1. September bezahlt werden. Der Plan funktionierte. Durch namhafte Spenden einer Gruppe patriotischer Männer, zu denen man übrigens anstandslos auch Bertha Krupp von Bohlen und Halbach zählte, wurde der Kaufpreis von 300.000 Mark innerhalb weniger Wochen fast zur Gänze erbracht. Der kaiserliche Dispositionsfonds hatte nur noch 33.000 Mark zu übernehmen. Bode dankte dem Kaiser am 6. August überschwänglich. Eure Majestät haben den in seiner Art ganz einzigen Schmuck einer deutschen Kaiserin aus einer der glänzendsten Epochen des alten Deutschen Reiches für Deutschland gerettet und dadurch einen Mittelpunkt des Interesses für das erstehende Deutsche Museum geschaffen. Freilich lag die Eröffnung des von Wilhelm Bode als Ausstellungsort vorgesehenen neuen Museumsbaus 1912 noch in weiter Ferne. Erst am 2. Oktober 1930, eineinhalb Jahre nach Bodes Tod, sollte das neue Pergamonmuseum mit dem Deutschen Museum im Nordflügel eröffnen. Im Herbst 1912 beschloss Wilhelm Bode daher, den Goldschmuck vorläufig dem Berliner Kunstgewerbemuseum zu übergeben. Zugleich bat er dessen Direktor Otto von Falke um die wissenschaftliche Bearbeitung. Schon am 13. Februar 1913 informierte Falke Bode über das Resultat seiner Forschungen. Ich zitiere: Beim Heilschen Schmuck habe ich festgestellt, dass sicher der größere Teil von dem Meister der ums Jahr 1027 für Konrad II. Geschaffenen Kaiserkrone ist. Also handelt es sich vermutlich um den Krönungsschmuck der Kaiserin Gisela. Mit genau diesem Tenor veröffentlichte Otto von Falke den Mainzer Goldschmuck der Kaiserin Gisela noch im gleichen Jahr in einer prachtvoll ausgestatteten Publikation. Gegenüber seiner abschätzigen Bewertung von 1910 hatte er sein Urteil über den Schmuck grundlegend revidiert. Aus dem Konglomerat von Kettchen und Knöpfchen und Scheibchen wurde in seiner Darstellung nun der unvergleichliche Schatz goldener Schmuckstücke der Kaiserin Gisela. Dieser Meinungswechsel war sicher nicht unbeeinflusst von Bodes energischem Postulat eines kaiserlichen Krönungsschmucks, als der das Konvolut für die Berliner Museen erworben wurde. Falk ist überzeugender und bis heute in der Sache nicht angezweifelter Hinweis auf die enge Verwandtschaft der Goldschmiedeformen an der halbmondförmigen Lunula des Brustbehanges mit den entsprechenden Teilen in der Wiener Reichskrone erwies sich für die weitere Forschungsgeschichte als schicksalhaft. Entsprechend dem damaligen Kenntnisstand, wonach die Reichskrone
eine einheitliche Neuschöpfung aus Anlass der Krönung des auf dem Bügel genannten Kaisers Konrad II. Sei, leitete Falke den in seiner Exaktheit verblüffend kühnen Schluss ab, dass der Ornat der Kaiserin Gisela ebenfalls in die Zeit vor dem Antritt der Romfahrt zur Kaiserkrönung 1027, nämlich in das Jahr 1025, zu setzen sei. Auch wenn nach Otto von Falkes Publikation eine Verbindung des Goldschmucks zu Kaiser Barbarossa und dessen Gemahlin Beatrix seriös nicht mehr aufrechtzuerhalten war, so dürften die Forschungsergebnisse Wilhelm Bode letztlich doch sehr befriedigt haben. Falke hatte wieder besseres Wissen, die Provenienz der Werke unter bedenkenloser Einbeziehung der bereits 1880 gefundenen Mainzer Adlerfaunfibel und zweier Nachfunde, die in den Jahren 1896 und 1904 in Mainz zutage getreten waren, als Hortfund aus der Mainzer Stadthausstraße bestätigt, den Hals- und Brustschmuck als vereinfachte, den deutschen Verhältnissen angemessene Nachbildung des griechischen Kaiserloros gewürdigt und zudem eine ganz unmittelbare stilistische und zeitliche Beziehung des vermeintlichen Krönungsornats der Kaiserin Gisela zur Reichskrone aufgezeigt. Der frühere Skeptiker Otto von Falke lieferte damit eine blendende wissenschaftliche Bestätigung zu Bodes Erwerbungskuh. Für das Deutsche Museum in Berlin war das Pendant zur Wiener Reichskrone gewonnen. Die grundlegende Publikation Otto von Falkes von 1913 prägte die kunsthistorische Einschätzung des nunmehr allseits als Gisela-Schmuck bezeichneten Goldschmucks für mehr als drei Jahrzehnte. Dies änderte sich erst, als nach 1947 die Ergebnisse der Dissertation von Hermann Filitz bekannt wurden. Über dessen heutige Anwesenheit mit seiner Gemahlin freue ich mich ganz außerordentlich, lieber Herr Filitz. Hermann Filitz hatte mit gewichtigen Argumenten zu beweisen versucht, dass der Reif der Reichskrone erheblich älter sein müsse als der durch seine Inschrift mit Konrad II. In Verbindung gebrachte Kronbügel. Er datierte den Kronreif in die Zeit vor 980. Und Filitz war, wie schon Otto von Falke, davon überzeugt, dass die übereinstimmenden Goldschmiedeformen an der Reichskrone und an der Lunula des Mainzer Brustbehangs es erlauben, für beide eine gemeinsame Werkstatt annehmen zu können. Die damit auch für den Brustbehang, den vermeintlichen Kaiserinnenloros, vorauszusetzende Entstehung im ausgehenden 10. Jahrhundert hat im Verlauf der 50er bis 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts zu einem weitgehenden Konsens der kunsthistorischen Forschung in der Datierungsfrage geführt. Die längst geläufig gewordene Bezeichnung Gisela-Schmuck war als historischer Einordnungsbegriff wissenschaftlich nun freilich nicht mehr brauchbar. Man sprach fortan zumeist vom Hort der Kaiserinnen oder einfach vom Kaiserinnenschmuck. Eine erneute wissenschaftliche Neubewertung des Goldschmucks wurde 1987 ausgerechnet durch ein politisches Großereignis deutsch-deutscher Geschichte eingeleitet. Bei seinem ersten und einzigen Staatsbesuch in der Bundesrepublik hatte sich Erich Honecker gegenüber Bernhard Vogel, dem Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz, verpflichtet, die aus Anlass der 2000-Jahrfeier der Stadt Speyer für 1990 geplante, dann aber erst 1992 realisierte Ausstellung »Das Reich der Salier« mit hochkarätigen Leihgaben aus DDR-Museen zu unterstützen. Zu den für die Speyerer Ausstellung ins Auge gefassten Werken zählten auch der damals im Ostberliner Sammlungsteil des Kunstgewerbemuseums in Schloss Köpenick verwahrte Mainzer Goldschmuck. Schon mit Blick auf den äußeren Anlass der nun einsetzenden neuen Forschung kann es kaum verwundern, dass die damals überwiegend vertretene Datierung wesentlicher Teile des Goldschmucks in ottonische Zeit nunmehr energisch revidiert und dessen Entstehung im mittleren Drittel des 11. Jahrhunderts in der Salierzeit angenommen wurde. 1991 erschien die materialreiche und schon bald heftig diskutierte Darstellung der Forschungsergebnisse von Mechthild Schulze-Dürrlam unter dem richtungweisenden Titel »Der Mainzer Schatz der Kaiserin Agnes aus dem mittleren 11. Jahrhundert. Neue Untersuchungen zum sogenannten Gisela-Schmuck«. Ungeachtet der kontroversen Forschungsmeinungen in der Datierungsfrage sind bislang drei Grundannahmen Otto von Falkes hinsichtlich des Goldschmucks nie in Zweifel gezogen worden. Erstens, es handelt sich um einen zusammengehörigen Hortfund. Zweitens, der Brustbehang, der sogenannte Loros
Der Halsschmuck, das sogenannte Maniakion, sind mittelalterliche Imitationen byzantinischer Herrscherinsignien und belegen den kaiserlichen Rang des Fundes. Und drittens, die Perlfassungen und andere Detailformen an der Lunula des Brustbehangs sind mit denen am Reif der Wiener Reichskrone auf das engste verwandt. Dass die These vom zusammengehörigen Hortfund in das Reich der Fantasie gehört, haben die 1999 publizierten Recherchen von Antti Krug zur Herkunft der einzelnen Teile des heilschen Goldschmucks, die ich Ihnen soeben kurz skizziert habe, mit Sicherheit ergeben. Alle historischen oder kunsthistorischen Thesen, die auf der Annahme eines integren Hortfundes in Mainz gründen, müssen als gegenstandslos betrachtet werden. Auf der Basis dieser Erkenntnis haben wir vor nunmehr beinahe 20 Jahren am Berliner Kunstgewerbemuseum damit begonnen, sämtliche Werke des Goldschmucks, vor allem aber die beiden so ungewöhnlichen, vermeintlich kaiserlichen Kettengehänge, intensiv zu untersuchen. Mehrere Werkstattsymposien unter Beteiligung internationaler Experten auf dem Gebiet hochmittelalterlicher Goldschmiedekunst wurden organisiert, an dem neben anderen auch die beiden heute hier anwesenden Hauptautorinnen unserer jüngsten Publikation, Hildred Westermann-Angerhausen und Birgitta Falk, teilgenommen haben. 2005 erfolgte eine gründliche goldschmiedetechnische Befunderhebung durch Jochen Wolters, den früheren Direktor der Goldschmiedeschule Pforzheim und einen der besten Kenner historischer Goldschmiedetechniken. Es folgten schließlich naturwissenschaftliche Materialanalysen. 2010 untersuchten Yvan Coquinot und Ina Reiche vom CNRS Paris den Steinbesatz mittels Raman-Spektroskopie. Und 2011 wurden durch Martin Radke am Helmholtz-Zentrum Berlin umfangreiche Röntgenfluoreszenzanalysen der Goldlegierungen am Elektronenspeicherring BESI 2 in Berlin-Adlershof durchgeführt. Dabei wurde zunächst recht bald und eindeutig klar, dass die kleine Berliner Pfauenfibel tatsächlich kein Werk mittelalterlicher Goldschmiedekunst sein kann. Viele verschiedene Indizien verweisen darauf, dass sie eben keine Schwesterfibel der 1880 aufgefundenen und durch Otto von Falke so nachdrücklich als kaiserlich-heraldisch angesprochenen Mainzer Adler bzw. Pfauenfibel ist, sondern deren modifizierte Nachbildung. Anders als bei mittelalterlichen Fibeln üblich und funktional sinnvoll, ist die Broschüre nicht im oberen Drittel, sondern in der Mitte des Fibelrahmens angebracht. Das formal ebenso merkwürdige wie technisch unbeholfen ausgeführte ziselierte Blech am Leib des Mainzer Vogels, das schon früh als Ergänzung des 19. Jahrhunderts im Verdacht stand, wird am Berliner Exemplar unkritisch wiederholt und die medaillonartigen Pfauenaugen am Mainzer Rahmen mutieren hier unverstanden zu rautenförmigen Fassungen. Auch verschiedene goldschmiedetechnische Details sprechen für eine Entstehung im 19. Jahrhundert. Das Blech des Wellenbandes am Rahmen zeigt Herstellungsspuren einer modernen Walze. Die Perldrahtelemente bestehen aus 5 sehr ungleichmäßigen und äußerst verschieden gebildeten Formen von Perldraht. Und das Email ist aus außerordentlich groben und zudem schlecht miteinander verschmolzenen Emailglaskörnern hergestellt, wie es an mittelalterlichen Zellenschmelzen sonst ganz unüblich ist. Die Aufzählung weiterer solcher Indizien möchte ich Ihnen hier ersparen. Interessant ist nun freilich, dass die kleine Berliner Pfauenfibel nicht das einzige Exemplar ist, das in offenkundig fälscherischer Absicht nach dem Vorbild des Mainzer Fundes von 1880 entstanden ist. Hans Swarzenski publizierte 1954 in den Monuments of Romanesque Art eine zweite Replik, deren Verbleib leider unbekannt ist. Dass die falsche kleine Pfauenfibel in der Sammlung des Maximilian von Heil, wo sie erstmals 1890 sicher nachweisbar ist, zum integren Teil des Mainzer Goldschmucks wurde, erscheint uns heute durchaus als Resultat absichtsvollen, um nicht zu sagen betrügerischen Handelns. Einerseits wurde dadurch eine scheinbar offensichtliche Verbindung zu dem spektakulären und schon rasch ausführlich publizierten Fund der großen Mainzer Fibel von 1880 suggeriert. Andererseits darf man, wie Otto von Falke 1913 meinte, ich zitiere, das zweimal in so eindrucksvoller Form wiederholte Adlermotiv zu den Argumenten rechnen, die für eine königliche und zeremonielle Bedeutung des ganzen Schmucks sprechen. Dass diese Vorstellung des herrscherlichen Ranges der Werke sowohl 1887 beim Verkauf an Maximilian von Heil
als auch 1912 bei der Erwerbung für das Deutsche Museum in Berlin von zentraler Bedeutung war, haben Sie bereits erfahren. In diesem Zusammenhang erscheint es daher auch durchaus naheliegend, dass die Vogelgestalt auf den Fibeln trotz ihres Federkrönchens als herrscherlicher Adler und nicht als christlich konnotierter Pfau angesprochen wurde. Schwerwiegender noch als die Erkenntnis, dass es sich bei der Berliner Pfauenfibel um ein Werk aus den 1880er Jahren handelt, war für uns die im Lauf der Beschäftigung mit dem Mainzer Goldschmuck erst allmählich gewachsene Einsicht, dass auch die beiden vielgliedrigen Kettengehänge des Brustschmucks und des Halsschmucks, die laut Otto von Falke angeblich gemeinsam den Krönungsornat der Kaiserin bildeten, ihre Gestalt im Wesentlichen erst im späten 19. Jahrhundert erhalten haben. Die Kettenglieder beider Gehänge bestehen aus sehr unterschiedlichen Goldlegierungen. Die Ketten des Halsschmucks sind zudem auch untereinander formal sehr verschieden, wenn der Brustschmuck aus ganz gleichmäßigen Erbsketten aus Halbrundraht besteht, wie sie als Einzelteile auch auf der vorhin gezeigten Fotografie von 1887 gut zu erkennen sind. Es fällt auf, dass die in den Fassungen enthaltenen antiken geschnittenen Steine vielfach stark fragmentiert sind, Gemmenschotter, wie die Spezialistin Antje Krug sie treffend charakterisierte, wohl kaum einer Kaiserin würdig. Ganz entgegen mittelalterlicher Gewohnheit wurden die Steine so zugeschliffen, dass sie in die, insbesondere beim Brustschmuck, geradezu genormt wirkenden Fassungen passen und nicht umgekehrt die Fassungen an die Steine angepasst wurden. Es wurden in streng systematischer Anordnung zwei verschiedene Typen von Steinfassungen verwendet, eine am oberen Rand gekerbte Zargenfassung mit einem unten umlaufenden Perldraht, sowie eine in ihrem Aufbau ganz ungewöhnliche, unverbödete Schlaufenfassung, bei der zwischen einem äußeren Perldraht und einem innenliegenden glatten Vierkantdraht ein Schlaufenring hochkant eingelötet ist. Es handelt sich hierbei um eine Fassungskonstruktion, hier in der Mitte auf dem Bild zu erkennen, die in der hochmittelalterlichen Goldschmiedekunst sonst überhaupt nicht nachweisbar ist. Von den insgesamt 89 Stein- und Perlfassungen des Brustschmucks sind nach dem am Ende des Zweiten Weltkriegs eingetretenen Brandschäden, vor allem die letzteren heute durchgängig leer und etliche Edelsteine haben unter der Brandeinwirkung ihre Farbe verändert. Die aus 5 senkrechten Ketten mit 6 horizontalen Reihen untereinander verbundener Fassungen sowie aus 6 weiteren Ebenen freihängender Pendilien bestehende, ebenso gleichmäßig wie labil gebildete Gitterstruktur des Brustschmucks erscheint im Bereich der unteren horizontalen Ebene deutlich gestört. Ein halbmondförmiges Gebilde mit jetzt größtenteils verlorenen Perl- und Steinbesatz unterbricht das System und erscheint eigentlich schon auf den ersten Blick als Fremdkörper. Durch seine Breite stört es den senkrechten Fall der zweiten und vierten Längskette. Die Art seiner Befestigung innerhalb des Gehänges wirkt sehr unorganisch. Dieser Eindruck war vor dem Verlust der die Lunula früher umlaufenden Perlschnur noch viel gravierender. Der Perlrand selbst erweist sich indessen bei genauer Betrachtung eindeutig als eine spätere Zutat. Bei seinen Ösen handelt es sich ganz offenbar um einzelne, an den Enden abgeplattete Glieder einer Erbskette, die an den äußeren Perldraht der Lunula angelötet sind. Der Vergleich mit dem zweifellos ursprünglichen, zierlich gerippten Ösen aus einem profilierten Blechstreifen, durch welche einst die Perlschnur am Rand eines der beiden Ohrringpaare lief, zeigt eine gänzlich andere formale Ausführung und handwerkliche Qualität. Bei dem lunula-förmigen Bauteil des Brustschmuckes könnte es sich vielleicht um das Fragment des Einsatzes eines Ohrrings handeln, dessen einstiger Rahmen freilich fehlt. Der goldschmiedetechnische Befund legt jedenfalls nahe, dass wahrscheinlich nur dieses filigrane halbmondförmige Bauteil, die beiden jetzt leeren doppelstöckigen Perlfassungen links und rechts daneben, sowie das zylindrische Element mit den insgesamt 9 kleinen Fassungen am Ende der mittleren Pendilie unterhalb der Lunula, vielleicht ursprünglich ein Ziernadelknopf, tatsächlich aus hochmittelalterlicher Zeit stammen. Sie wurden, so unsere These, 1887 bei der Anfertigung des gitterförmigen Brustschmucks gleichsam als stilprägende Spolien wiederverwendet.
Unser Verweis auf die formalen Eigenheiten der Zierformen der Lunula und insbesondere der beiden doppelstöckigen Perlfassungen zu ihren Seiten kam Otto von Falke 1912 zu der, wie ich dargestellt habe, durchaus auch von konkreten kulturpolitischen Interessen geleiteten Schlussfolgerung, ich zitiere ihn nochmals, dass Schmuck und Reichskrone ziemlich gleichzeitig in derselben Werkstatt gemacht sind. Unsere jetzige Annahme, eine Sekundärverwendung gerade dieser Bauteile im ausgehenden 19. Jahrhundert in einem gänzlich neu konzipierten Werkzusammenhang, macht eine derartige verallgemeinernde Interpretation des Befundes natürlich unmöglich. Dennoch ist die Vergleichbarkeit der genannten Einzelteile mit den entsprechenden Detailformen an der Reichskrone keineswegs von der Hand zu weisen. Die großen Ajour-Perlfassungen mit zwei übereinander angeordneten Perldrahtringen von unterschiedlichem Durchmesser, die durch regelmäßig zwischen ihnen angeordnete Einzelgranalien, kleinen Goldkügelchen, miteinander verbunden sind, ist jedenfalls ein in ähnlicher Form an beiden Werken auftretendes Motiv. Ich freue mich daher schon sehr, dass wir morgen Vormittag die Gelegenheit haben werden, diese goldschmiedetechnische Verwandtschaft im Rahmen einer Autopsie der Reichskrone durch eine kleine Gruppe von Kolleginnen und Kollegen zu verifizieren und hoffentlich im Detail auch weiter präzisieren zu können. Ähnlich wie beim Brustschmuck gehen wir auch bei dem Halsschmuck, dem sogenannten Maniakion, heute davon aus, dass er in seiner Grundstruktur als Kettengebilde erst 1887 entstanden ist und dabei ebenfalls antike geschnittene Steine sowie einige hochmittelalterliche Teile wie das schildförmige Mittelkleinod mit dem antiken Aulus-Cameo und die vier runden Goldzellenschmelze in der Mittelkette wiederverwendet worden. Allerdings sind im Gegensatz zu dem diesbezüglich ganz einheitlichen Brustschmuck mehrere unterschiedliche Typen von Erbs- und Ankerketten verwendet worden. Bei der Restaurierung der an diesem Stück besonders starken Kriegsbeschädigungen wurden 1967 zudem einige Ketten bewusst leicht ersichtlich erneuert und fünf verlorene Fassungen durch einfache, unprofilierte Blechrahmen ersetzt. Die gekreuzten Goldblechbänder an den Böden einiger Fassungen sind nur auf einer Seite gewellt, was auf die Verwendung einer der seit dem 19. Jahrhundert üblichen Dessin-Walzen verweist. Trotz der vielfältigen, vor allem auch qualitativen Unterschiede in ihrer Ausführung müssen wir also mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass beide Kettengehänge im gleichen zeitlichen Zusammenhang, und zwar unmittelbar vor dem Verkauf an Maximilian van Heil 1887, entstanden sind. Während der Brustschmuck trotz seiner labilen Kettenkonstruktion zumindest eingeschränkt tragbar gewesen wäre, erscheint dies beim Halsschmuck gänzlich ausgeschlossen. Neben den teils obskuren Umständen des Auftauchens und den zahlreichen, hier nur ganz punktuell angerissenen goldschmiedetechnischen und stilkritischen Detailuntersuchungen, waren es insbesondere auch Fragen zu dem durch Otto von Falke 1913 postulierten Charakter als kaiserliche Insignien, die unsere Zweifel an der Authentizität des sogenannten Maniakions und des angeblichen Loros nährten. Otto von Falke hatte auf verschiedene bildliche Darstellungen byzantinischer Kaiserinnen bzw. Erzengelfiguren verwiesen, bei denen ein Halsschmuck in Gestalt eines Juwelenkragens zusammen mit einer juwelenbesetzten Stola erscheint und zu einem als Loros bezeichneten Art Superhumerale mit langem Brust und mit dem linken Unterarm um den Körper nach vorn geschlungenen Rückenteil verbunden ist. Ich zeige hier nur beispielhaft eine Seite aus dem Manuskript Corslin 79 in der Bibliothèque Nationale in Paris, das den byzantinischen Kaiser Nikephoros III. Und seine Gattin Maria von Alagna darstellt, sowie eine am gleichen Ort verwahrte, rund 100 Jahre ältere Elfenbeinplatte, auf der die Krönung Kaiser Romanos II. Und seiner Gemahlin Eudoxia durch Christus erscheint. Es hat sich realiter keine einzige dieser morphologisch aus der Trabea Triumphalis, der antiken Toga-Tracht der römischen Konsuln hervorgegangenen byzantinischen Kaiserinnen-Insignien erhalten. Doch wird auch aus ihren recht zahlreichen bildlichen Darstellungen leicht ersichtlich, dass der Hals- und Brustschmuck des Mainzer Goldschmucks mit dieser Art körperlanger Ornate kaum etwas gemein hat. Da ist zunächst schon die weit geringere Größe, die Otto von Falke durch eine vereinfachte, den deutschen Verhältnissen angemessene Nachbildung zu erklären suchte.
Als Beispiel für eine solche vermeintliche Reduktionsform des Loros verwies Falke auf die Darstellung an der Monomachos-Krone im Ungarischen Nationalmuseum in Budapest, wo nun aber gerade nicht die Kaiserin Zoe und ihre Schwester Theodora, sondern die beiden Tänzerinnen und die beiden äußeren Personifikationen von Tugenden einen derartigen Kurzloros tragen. Mechthild Schulze-Dürlam, die im Kontext der Spätdatierung des von ihr mit der Kaiserin Agnes in Verbindung gebrachten Schmucks an der Interpretation der Berliner Kettengehänge als kurzer Loros festhielt, veröffentlichte 1991 eine Rekonstruktionszeichnung zur vermeintlichen Trageweise der beiden Schmuckstücke. Sie ergänzte dabei stillschweigend eine in Wirklichkeit nicht vorhandene dreireihige Gitterstruktur am sogenannten Maniakion, dem Kragenteil, und veränderte insbesondere auch die Proportionen beider Werke einschneidend, um so eine organisch erscheinende gemeinsame Trageweise der beiden Kettengebilde zu suggerieren. In der Praxis ist schon eine bloße, versuchsweise liegende Anordnung beider Schmuckstücke in der vorbezeichneten Art unmöglich, ganz zu schweigen von einem tatsächlichen Tragen. Insbesondere bedürften dazu die pendilienartig freischwingenden Kettenteile beider Gehänge. Sollen sie beim Tragen in der vorbezeichneten repräsentativen Anordnung bleiben, einer Befestigung auf einer textilen Unterlage. Dafür sind freilich an den geeigneten Stellen keinerlei Ösen oder Bohrungen in den Fassungen vorhanden. Und ein Annähen an den Ösen der Fassungen zum letzten Kettenglied hin würde letztlich nur zu einem sehr unschönen, beinahe makaber wirkenden Abkippen dieser äußeren Zierteile führen. Die überkommenen bildlichen Darstellungen byzantinischer Kaiserinnenornate zeigen die langen Textilstreifen des Loros stets mit einem dichten, meist streng geometrisch angeordneten Stein- bzw. Perlbesatz. Bei keiner der Darstellungen sind zwischen den einzelnen Fassungen Strukturen zu erkennen, die sich zuverlässig als verbindende Ketten interpretieren ließen. Vielmehr erscheint der Schmuckbesatz der Loros stets unmittelbar und separat auf den textilen Träger appliziert. Eine Technik, die auch in anderen funktionalen Zusammenhängen üblich und weit verbreitet war. Kettenelemente wären jedenfalls für derartige Applikationen gänzlich funktionslos und damit schlicht überflüssig gewesen. Bei den byzantinischen Loroi, die hinsichtlich ihrer Funktion als herrscherliche Insignie und in Bezug auf ihren Typus als Gewandschmuck anzusprechen sind, hat es sie wohl nie gegeben. Die beiden Berliner Kettengehänge erscheinen dagegen als praktisch wenig funktionale Halsketten und damit letztendlich auch als Körper und nicht als Gewandschmuck. Durch ihre Struktur freilich wollen sie uns gleichsam ein Abbild des byzantinischen Kaiserinnenornats vermitteln. In Verbindung mit den zuvor skizzierten stilkritischen und goldschmiedetechnischen Beobachtungen haben diese Überlegungen dazu geführt, die beiden insignienhaften Leitstücke des Mainzer Goldschmucks nicht mehr als byzantinisch beeinflusste Bestandteile eines ottonischen oder saalischen Kaiserinnenornats anzusprechen, sondern als Schöpfungen des späten 19. Jahrhunderts, bei denen einzelne formale Aspekte byzantinischer Loroi, zahlreiche antike Steinschliffe und einige wenige hochmittelalterliche Goldschmiedefragmente zu einem neuen Ganzen verbunden sind. Die Einzelheiten des Auftauchens dieser beiden Teile im September 1887 lassen die folgende Interpretation ihrer Entstehungsumstände wahrscheinlich erscheinen. Nachdem Maximilian von Heil am 3. Juni 1887 den in allen seinen Teilen ganz unzweifelhaft hochmittelalterlichen sogenannten Wiesbadener Fund erworben hatte, war offenkundig geworden, dass in seiner Person ein an derartigen hochrangigen profanen Goldschmiedewerken sehr interessierter und zudem äußerst solventer Sammler den Kunstmarkt betreten hatte. Schon wenige Wochen später wurde Maximilian von Heil durch den Mainzer Prälaten Friedrich Schneider der Brustschmuck präsentiert und scheinbar beiläufig die euphorische Erwartung auf das letzte Stück, die Krone, erzeugt, womit zugleich der vermeintlich herrscherliche Charakter des gesamten Schmucks unmissverständlich herausgestellt wurde. Nur wenige Tage später tauchte dann zwar nicht die angekündigte Krone, wohl aber der aus sehr unterschiedlichen Kettenstücken und Einzelteilen eher flüchtig zusammengefügte Halsschmuck auf. Über die Herkunft dieser beiden Stücke wurde nichts verlautbart und der Käufer fragte offenbar auch nicht danach. Wie uns scheint,
sind sie ebenso wie auch die kleine Berliner Pfauenfibel extra zum Zwecke dieses Verkaufs angefertigt worden. Wenngleich wir nun damit also das Corpus Delicti ermittelt haben, so bleibt doch weiter im Unklaren, wer in diesem Kunstkrimi aus der deutschen Kaiserzeit eigentlich welche Rolle gespielt hat. War Friedrich Schneider, der auch fachlich weithin anerkannte Mainzer Kunstprälat, einer der Drahtzieher? Oder wurde er selbst nur benutzt, um dank seiner Autorität als Vermittler das Geschäft abzusichern? Welche Rolle spielten die Kunsthändler Gerhard in Wiesbaden, Reiling in Mainz und Goldschmidt in Frankfurt? War Karl August von Kohausen tatsächlich nur der getreue Chronist der Ereignisse, als der er uns bislang in den Archivalien begegnet? Vermutlich wird man diese Fragen auch künftig kaum endgültig beantworten können. Klar ist nur, wer in diesem Fall der Betrogene war: Maximilian Freiherr von Heil zu Herrnsheim, dem 1887 neben 21 mittelalterlichen Schmuckstücken drei offenbar erst kurz zuvor gefertigte Werke als alt verkauft wurden. Gerade auf diese drei offenbar in betrügerischer Absicht entstandenen Werke scheinbar imperialen Ranges gründete Otto von Falke 1913 aber seine Deutung des Mainzer Goldschmucks als Krönungsornat der Kaiserin Gisela. Diese drei Stücke waren es vor allem, die den Schmuck zum Hauptwerk des geplanten Deutschen Museums machen sollten. Auf ihnen basierte die Vorstellung der Gleichrangigkeit der für Berlin als Kaiserinnenornat erworbenen Goldschmiedewerke mit der Wiener Reichskrone. Die Unhaltbarkeit dieser Berliner Hybris nun ausgerechnet hier in Wien darzulegen, schmerzt mich als Berliner Museumskustos heute übrigens weit weniger, als man vielleicht meinen könnte. Dass bei der Erwerbung des Heilschen Schmucks für die Berliner Museen 1912 die Konkurrenz mit Wien noch so unmittelbar im Blick war, ist natürlich eine Folge der kleindeutschen Lösung der nationalen Frage im 19. Jahrhundert und dem daraus resultierenden politisch-kulturellen Nachholbedarf der preußisch-deutschen Metropole, namentlich gegenüber Wien. Bereits zur Zeit der Weimarer Republik war der vermeintliche imperiale Bezug des sogenannten Gisela-Schmucks in Berlin museumspolitisch nicht mehr relevant. Als Anfang Oktober 1930 das Deutsche Museum endlich eröffnet werden konnte, kam niemand mehr auf den Gedanken, den 1912 mit allergrößtem Aufwand und kaiserlicher Unterstützung als künftiges Hauptwerk für eben jenes Haus auf der Berliner Museumsinsel erworbenen Goldschmuck aus dem damals im Berliner Schloss befindlichen Kunstgewerbemuseum abzuziehen, um ihn hier zwischen den Skulpturen und Gemälden des deutschen Mittelalters zu präsentieren. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe Ihnen hier zwar in geraffter Form, aber hoffentlich mit hinreichender Gründlichkeit dargelegt, was die drei bislang im Mittelpunkt meines Vortrages stehenden Werke, die kleine Pfauenfibel und insbesondere die beiden Kettengehänge, nach den Ergebnissen unserer jüngsten Forschungen alles nicht sind. Sie sind kein Bestandteil eines archäologisch bestimmbaren Hortfundes. Sie sind keine Insignien einer Kaiserin des Heiligen Römischen Reiches. Ja, sie sind nicht einmal authentische Goldschmiedewerke des hohen Mittelalters. Welche Bedeutung bleibt dann am Ende für das, was wir ungeachtet unserer Kenntnis der unsicheren tatsächlichen Herkunft in respektvoller Fortschreibung der Forschungsgeschichte noch immer Mainzer Goldschmuck nennen, wenngleich ohne die früheren Festlegungen auf Gisela, Agnes oder irgendeine andere Kaiserin? Mir scheint zunächst, dass die Aufdeckung der in unserem Katalog als Kunstkrimi apostrophierten Umstände des Auftauchens, der Erwerbung und der Interpretation des Schmuckkonvolutes für das späte 19. und frühe 20. Jahrhundert von allerhöchsten kultur- und forschungsgeschichtlichem Rang sind. Damit ist der Werkgruppe gleichsam eine neue, zweite historische Dimension zugewachsen. Was nun aber den genuin medievistisch-kunsthistorischen Aspekt anbelangt, so hat es viele Kenner mittelalterlicher Goldschmiedekunst schon immer gewundert, weshalb der künstlerische Rang und die handwerkliche Qualität der ornamentalen Fibeln und der Ohrringe im Schatten der vermeintlichen kaiserlichen Insignien so selten in ihrer tatsächlichen Bedeutung erkannt und gewürdigt wurden. Schließlich
hatte bereits Otto von Falke selbst darauf aufmerksam gemacht, dass, ich zitiere ihn wieder, diese Kleinodien eine ungemein zarte Behandlung des Goldfiligrans auszeichnet, die sich von den bisher beschriebenen, etwas kräftiger gebildeten Schmucksachen unterscheidet. Wenn nun nach unseren jüngsten Erkenntnissen jene etwas kräftiger gebildeten, insignienhaften Werke im Wesentlichen als Arbeiten des ausgehenden 19. Jahrhunderts angesehen werden müssen, so wird freilich dadurch der Blick auf die tatsächlich aus dem hohen Mittelalter stammenden anderen Werke umso unbelasteter. Sie erscheinen nun befreit von allen historischen Konstrukten, die sie mittel- oder unmittelbar mit konkreten Personen oder Umständen in Verbindung zu bringen suchten und die aus historischen Ereignissen Werkdatierungen ableiten wollten, wie es Otto von Falke mit seiner punktgenauen Ansetzung in das Jahr 1025 getan hat. In unserer jüngsten Publikation haben wir konsequent darauf verzichtet, derartige Datierungsvorschläge oder chronologische Einordnungen vorzuschreiben. Alle zeitlichen Ansetzungen, die Hildrud Westermann-Angerhausen und Birgitta Falke im Katalog vorschlagen, beruhen im Wesentlichen auf kunsthistorisch-stilkritischen, nicht auf historischen Überlegungen. Mit Ausnahme einiger Ringe sowie der großen Mainzer Pfauenfibel, für die auch eine Entstehung schon in karolingischer Zeit nicht auszuschließen ist, werden die meisten mittelalterlichen Teile des Mainzer Goldschmucks von uns in die erste Hälfte des 11. Jahrhunderts datiert und ihre Entstehung in Westdeutschland angenommen. Zum Ende meines heutigen Vortrages möchte ich Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, zu einer visuellen Entdeckungsreise einladen. Eine Entdeckungsreise, die uns ganz nah zu einem, nein, ich lege mich fest, zu dem Hauptwerk profaner Goldschmiedekunst des hohen Mittelalters führt, der großen, im Durchmesser 8 cm breiten Buckelfibel mit Trommelkranz im Mainzer Goldschmuck. Die prächtige Fibel ist in drei konzentrisch übereinander angeordnete Zonen gegliedert, die aus insgesamt 7 verschiedenen Elementen zusammengesetzt sind. Der Sockel besteht aus 3 Teilen. Sein Äußeres wird durch einen Kranz von jeweils 16 großen und 16 kleinen, in den Zwickeln angebrachten, unverbödeten Ajourfiligranzylindern aus Perldraht gesäumten, zweizeiligen Wellenschlingen gebildet. Die großen, trommelförmigen Zylinder sind abwechselnd durch Zargenfassungen für Bergkristalle mit lilienförmigen Filigranklauen oder mit durchbrochen gearbeiteten, perldrahtbesetzten Kuppeln mit kleinen, gekerbten Zargenfassungen bedeckt. Runde Zargenfassungen für Glasflüsse bekrönen auch die äußeren, kleinen Zylinder, während die damit korrespondierenden Fassungen an der Innenseite durch dreifüßige Filigranböckchen getragen werden. Die Sockelzone besteht innen aus einem hohen, ajourgearbeiteten Filigranreif, der unten aus zweizeiligen Wellenschlingen, oben aber aus arkadenförmigen Filigran gebildet ist. Vor dem Verlöten haben kleine Goldklammern und Golddrahtschlingen alle diese einzeln vorbereiteten Teile in Position gehalten. Die Mittelzone der Buckelfibel besteht aus 2 Bauteilen. Die Basis bildet eine flach gewölbte, Perldraht gesäumte und mit Filigran belötete, durchbrochene Kuppel mit einer zentralen Aussparung in Gestalt eines 8-strahligen Sterns mit geschweiften Kanten. Dieses Goldblech trägt abwechselnd die 4 große ovale und rechteckige Schlaufenfassungen und dazwischen 8 kleine, runde Zargenfassungen. Der komplementär geformte obere Bauteil dieser Mittelzone bildet eine eigene, leicht erhabene Ebene, die auf breiten Filigranarkaden ruht, welche aus Wellenschlingen gebildet sind. Sie trägt 8 kleine, mandelförmige Zargenfassungen. In der gesamten Mittelzone der Fibel, wie auch bei den kuppelförmigen Abdeckungen der Zylinder des Trommelkranzes, ist das Trägerblech nach der Lötung mittels verschiedener spitzer Werkzeuge zwischen den Fassungen und den aufliegenden Ornamenten aus Filigrandraht von außen nach innen durchstoßen worden. Dadurch wurde eine weitere Steigerung des transluziden Charakters des ohnehin in vielen Partien ajour gearbeiteten Schmuckstücks erzielt. Der obere Abschluss der Fibel besteht ebenfalls aus 2 Teilen. Die Basis bildet eine nur leicht gewölbte, am Rand mit einer umlaufenden Hohlkehle versehene Platte. Sie trägt eine runde Scheibe mit Goldzellenschmelz, die 10 radial angeordnete Palmetten enthält, eine charakteristische Ornamentform,
für die sich in der Emaillekunst ottonischer und frühsaalischer Zeit zahlreiche Parallelen finden lassen. In der unteren Hohlkehle umlief, wie die senkrecht angeordneten Ösen bezeugen, einst eine heute verlorene Perlschnur, den Oberteil der Fibel. Im Scheitelpunkt befindet sich eine mit Wellenschlingen belötete Zargenfassung mit lilienförmigen Filigranklauen, die jetzt einen viel zu kleinen blauen Glasfluss enthält. Doch auch die Fassung selbst erweist sich als ein ursprünglich nicht zugehöriges Bauteil, obwohl sie sich in ihren Zierformen und in der goldschmiedetechnischen Ausführung nicht von den anderen Teilen der großen Buckelfibel unterscheidet. Ihr annähernd quadratischer Grundriss entspricht nicht dem kreisförmigen inneren Ornament der Grubenschmelzscheibe und sie erscheint schon deshalb als Fremdkörper. Möglicherweise ist die bekrönende Fassung das Resultat einer frühen Reparatur der Fibel. Sie ist an der Unterseite des Rezipienten der Zellenschmelzplatte durch vier kräftige Laschen befestigt worden, die sich deutlich im Trägerblech der Kuppel abzeichnen. Entweder ersetzte diese Fassung hier ein früheres, wohl etwas kleineres und möglicherweise rundes Exemplar, oder aber sie sollte eine im Zentrum des Zellenschmelzes eingetretene schwerere Beschädigung überdecken. Eine spezielle Röntgenuntersuchung könnte uns in dieser bislang noch ungelösten Frage womöglich eine Antwort liefern. Hat man sich einmal in die ebenso kleinteilige wie ausgewogene Komposition der Buckelfibel eingesehen, fällt die durch die unproportionierte Fassung im Scheitel hervorgerufene ästhetische Störung des Gesamteindrucks besonders unangenehm auf. Gerade dies verweist uns aber mit Nachdruck darauf, dass wir es bei der Fibel mit einem meisterlich komponierten und ästhetisch hochsensibel gestalteten Werk zu tun haben. Gewiss, uns Heutige fasziniert zunächst erst einmal und vollkommen zu Recht die unglaubliche Kunstfertigkeit, solche äußerst kleinen und vielteiligen Goldschmiedewerke überhaupt anfertigen zu können. Wir bewundern die fein bearbeiteten Perldrähte, das ajourgebaute Filigran, die zierlichen Goldstege zwischen den Zellen des farbigen Emailles. Wenn man sich zudem bewusst macht, dass der aus 7 übereinander angeordneten Zonen bestehende und zunächst nur durch die kleinen Klammern und Drahtschlingen zusammengehaltene Aufbau durch minimale Mengen Streulot unter nur schwer steuerbaren Bedingungen im Holzkohleofen verlötet werden musste, steigt unsere Hochachtung vor der herausragenden handwerklichen Leistung des ausführenden Goldschmieds noch weiter. Aber es ist weit mehr als diese rein praktische Kunstfertigkeit, die wir erkennen und bewundern können. Es ist der gleichsam architektonisch konzipierte Aufbau, der die Fibel im Grunde als kleinen, überkuppelten Zentralbau begreift. Es ist der fein ausgewogene Einsatz aller Zierformen, deren durchbrochene Strukturen harmonisch mit den eher flächenfüllenden kontrastieren. Es ist, nach dem Zweiten Weltkrieg eingetretenen Brandschäden, muss man wohl leider sagen, es war die ebenso durchdachte wie optisch präsente Farbkomposition aus der Zusammenstellung der verschiedenen Steine, Glasflüsse und Perlen, die uns in dieser Buckelfibel aus dem Mainzer Goldschatz nicht nur ein imposantes Kunststück, sondern ein wahres Kunstwerk, und zwar eines von allerhöchstem Rang, erkennen lässt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich hoffe sehr, dass Ihnen unsere kleine visuelle Erkundungsreise zu diesem Chef-d'œuvre hochmittelalterlicher Goldschmiedekunst verdeutlichen konnte, dass es letztlich gar keiner vermeintlichen kaiserlichen Insignien bedarf, um in den Werken des Mainzer Goldschmucks trotz der teils überraschenden Resultate unserer jüngsten Forschungen nach wie vor das mit Abstand bedeutendste Konvolut profanen Goldschmucks aus dem hohen Mittelalter zu erkennen. Dass die einstigen Trägerinnen von Goldschmiedearbeiten solch exzellenter handwerklicher Qualität und solch außerordentlich hohen künstlerischen Rangs, wie sie die große Buckelfibel zeigen, ohnehin nur in den allerhöchsten Kreisen des Reiches zu suchen sind, bedarf wohl keiner weiteren Begründung. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen sehr für Ihre geduldige Aufmerksamkeit.